sind wir auf einer längst vergessenen Eisenbahnlinie der Württembergischen Eisenbahngesellschaft unterwegs. Die sogenannte 17,9 Kilometer lange Heubergbahn von Speichingen nach Reichenbach. Unsere heutige Tour mit Jörg Müller geht vom ehemaligen Bahnübergang an der Dreifaltigkeitsbergstraße in Speichingen über Denkingen ins 9 Kilometer entfernte Gosheim auf dem Heuberg, um später nach Wehingen zu gelangen. Heute erinnert nur noch der Bahndamm, der zu einem Bahntrassenradweg bzw. Wanderweg umgebaut wurde. Einige Brückenpfeiler und Bögen der insgesamt 13 erbauten Brücken sowie der Autunnel an der Eisenbahnstrecke. Daneben sind noch die Bahnhofsgebäude von Denkingen, Wehingen, Harras-Obernheim und Reichenbach am Heuberg erhalten. Sie dienen überwiegend Wohnzwecken. Der Bahnhof von Gosheim wurde in den 1970er Jahren zugunsten einer Industrieanlage abgerissen. Dagegen wurde der Bahnhof Wehingen, dort auch die Bahnhofstraße, restauriert. Ebenso der Autunnel bei Gosheim wird von der Freiwilligen Feuerwehr instand gehalten. Schon im Jahre 1897 wurde in einem Leserbrief eine Heubergbahn von Ebingen ausgehend gefordert. Weitere Gedanken zum Bau einer Eisenbahn auf dem Heuberg wurden am 1. Mai 1889 vom Obernheimer Bürgermeister Maute in einer Oberamtsversammlung vorgetragen. Die Region des Heubergs wurde als wirtschaftliches Notstandsgebiet betrachtet. Der Bau einer Eisenbahn sollte zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse führen. So benötigte eine Postkutsche von Aldingen über Gosheim, Wehingen und Reichenbach am Heuberg nach Nusplingen und weiter nach Ebingen einen ganzen Tag. Der Fußmarsch der Arbeiter aus dem Primtal auf die Hochfläche dauerte in aller Regel 1 bis 2 Stunden. Die Holzabfuhr mit Fuhrwerken von der Hochfläche ins Tal bedeutete besondere Mühe und Gefahren und verursachte etliche Unfälle mit tödlichem Ausgang. Überlegungen zum Bau der Bahnlinie begannen bereits 1898. Im Jahr 1900 gründete sich eine provisorische Bahnkommission zur Betreibung einer Eisenbahn über den Heuberg. Schon am 2. November 1901 beschloss die Gemeinde Wehingen, das zum Eisenbahnbau benötigte Areal der Gemarkung Wehingen unentgeltlich zur Verfügung stellen zu wollen. Die Kommission ging am 2. Februar 1902 im Komitee zum Bau der Heubergbahn auf, das unter anderem aus dem Schultheißen der Heuberggemeinden, dem Stadtschultheiß von Speichingen und dem Landtagsabgeordneten Josef Schumacher aus Speichingen bestand. Die Heuberggemeinden und die Stadt Speichingen waren bereit zur Verwirklichung des Projektes, für damalige Verhältnisse ungeheure Geldsummen aufzubringen. Alleine die Gemeinde Wehingen war bereit, 118.000 Mark in bar als verlorenen Zuschuss beizusteuern. Nachdem am 7. Januar 1906 der Württembergische Landtag dem Staatsministerium den Bau zwar empfohlen hat, die Ausführung durch den Staat aber noch mindestens 10 Jahre auf sich warten lassen würde, konnte das Komitee im September 1906 die Württembergische Eisenbahngesellschaft WEG für den Bau gewinnen. Allerdings nur unter Bedingungen, nämlich dann, wenn die beteiligten Gemeinden folgende Beschlüsse fassen. Erstens, die Gemeinden stellen den gesamten Grund und Boden kostenfrei zur Verfügung und übernehmen alle damit verbundenen Kosten, zum Beispiel Vermessungskosten, Kosten für die feuersichere Eindeckung aller Gebäude entlang der Bahntrasse. Zweitens, die Gemeinden leisten einen Barbetrag von 450.000 Mark, 300.000 Mark fällig bei Baubeginn, den Rest bei Betriebseröffnung. Drittens, die Gemeinden beantragen einen Staatsbetrag von 1 Million Mark und übertragen alle Rechte und Pflichten der Baufirma auf eine neu zu gründende Aktiengesellschaft oder auf die AG Württembergische Nebenbahnen. Am 1. Oktober 1906 wandte sich die Württembergische Eisenbahngesellschaft zur Projektgenehmigung an die württembergische Regierung.
Daraufhin wurde vom Komitee zum Bau der Heubergbahn am 1. März 1907 ein Erlass des königlich-württembergischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten zugestellt. Nachdem der Staat Württemberg nun doch selbst daran Interesse habe, eine normalspurige Bahnlinie Speichingen-Nusplingen zur Ausführung bringen zu wollen. Am 18. August 1912 unterzeichnete der württembergische König Wilhelm einen Erlass mit folgendem Wortlaut: Auf das Anbringen vom 15. diesen Monats will ich nach dem Antrag der vorgelegten allgemeinen Plan für die Nebenbahn von Speichingen nach Nusplingen als Grundlage der weiteren Bearbeitung der Einzelpläne und des Baus genehmigt und zur Einleitung des Baus der Bahn die Ermächtigung allergnädigst erteilt haben. Damit war der Bau der Heubergbahn endgültig beschlossen. Der erste Viadukt nach dem Bahnhof Denkingen in Richtung Großheim überbrückt mit drei Betonbögen über 52 Meter die Schweinebrunnenrinne. Nachdem 1912 alle Vorbereitungen wie Probegrabungen, Verhandlungen über den Grunderwerb und Festlegung der endgültigen Trasse der Bahn abgeschlossen wurde, erfolgte am 30. Januar 1913 der erste Spatenstich. Die Planung sah Baukosten von 3,6 Millionen Goldmark vor. Der höchste Punkt der Strecke sollte der Bahnhof Großheim auf 841 Meter über Normalnull sein. Außerdem waren Steigungen bis zu 2,5% vorgesehen. Da die Arbeitskräfte aus der ansässigen Bevölkerung bei weitem nicht ausreichten, beschäftigte die für den Losabschnitt Denkingen-Großheim beauftragte Firma Moll aus München zahlreiche Italiener und Bayern aus dem Bayerischen Wald. Der 150 Meter lange Setze-Viadukt beginnt bei Streckenkilometer 7,58. Nachdem sich aufgrund von Rutschungen im Setzebachtal der eigentlich dort vorgesehene Damm als nicht realisierbar erwiesen hatte, wurde entgegen der Planung von 1914 zwischen 1919 und 1923 ein Viadukt mit 6 Öffnungen und gebrauchten eisernen Überbauten errichtet. Die Bauarbeiten sollten bis 1915 fertiggestellt sein. Aufgrund von Problemen, insbesondere beim Bau des Alpaufstiegs zwischen Denkingen und Großheim, am Steilabfall, bezeichnet auch als Albtrauf der Schwäbischen Alb, und widriger geologischer Verhältnisse mussten dort statt der geplanten Einschnitte und Dämme mehrere Kunstbauten errichtet werden. In dem geologisch instabilen und steilen Gelände rutschten immer wieder die Gründungen der Bergbrückenpfeiler ab. Und die zu ihrem Schutz errichteten Dämme und Aufwerfungen wurden durch den Berg herabstürzende Wassermassen überschwemmt. Durch diese Probleme verschlang allein dieses Teilstück nicht eingeplantes Geld. Als Betriebsmittel waren zum damaligen Zeitpunkt vorgesehen 2 Tenderlokomotiven T3 mit Geschwindigkeitsmesser, Westinghouse-Bremse und Leutwerk, 2 Gepäckwagen mit dritter Klasse Abteil, 2 Personenwagen vierter Klasse, 2 Gepäckwagen mit Postabteil, 3 gedeckte Güterwagen, 3 offene Güterwagen, 4 Langholzwagen und 2 Bahnmeisterwagen. Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde der Bau im November 1916 eingestellt. Gleichzeitig kehrten 17 Kriegsgefangene in das Lager nach Münsingen zurück. Ab März 1917 ruhten die Bauarbeiten vollständig. Zwischen 1918 und 1919 sowie ab 1920 waren dann lediglich für Unterhalts- und Sicherungsarbeiten bis zu 30 Arbeiter bei der Bahnbaudirektion Speichingen im Einsatz. 1919 begann dann der Weiterbau in allen Abschnitten. Nachdem die Württembergische Staatseisenbahn am 1. April 1920 in der Deutschen Reichsbahn aufging, wurde die Bautätigkeit erneut eingestellt. Der wirtschaftliche Niedergang des Deutschen Reiches, die Inflation und die Bedingungen des Versailler Vertrages sorgten dafür, dass der Bahnbau abermals unvollendet blieb. Allerdings gelang es noch im Jahr 1922, Anfang 1923, den Autunnel zu vollenden.
mit einer ursprünglich vorgesehenen Gesamtlänge von 140 Metern und 8 gewölbten Öffnungen in Betonbauweise mit anschließendem Damm sollte das Wettbachtal überwunden werden. Die Lage des Viadukts am Steilabhang der Schwäbischen Alb mit äußerst schwierigen Bodenverhältnissen im Übergang der Gesteinsschichten von weißen zum braunen Jura führte schon während der Bauphase 1914 zu wiederholten Rutschungen. Daher wurde entschieden, auf den Damm zu verzichten und dem Viadukt mittels 7 Eisenbrücken und 6 bis zu 20 Meter tiefen gekründeten Betonpfeilern um 160 Meter auf eine Gesamtlänge von 300 Meter zu verlängern. Die Betonpfeiler wurden bereits 1915 fertiggestellt. Die Eisenbrücken wurden erst nach Wiederaufnahme der Bauarbeiten ab 1919 aufgesetzt. Um Kosten einzusparen, wurden gebrauchte Brückenteiler, die beim Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs entbehrlich wurden, in Wettbachtal verbaut. Den letzten Abschnitt der Bahntrasse bis zum höchsten Punkt der Heubergbahn bei Großheim war in einem tiefen Einschnitt geplant. Aufgrund von Rutschungen entschloss man sich, einen 126 Meter langen Tunnel in offener Betonbauweise zu errichten, der 1922 fertiggestellt wurde. Die Lokomotiven und Fahrzeuge, die auf der Strecke Speichingen-Reichenbach am Heuberg zum Einsatz kamen, waren beim Bahnbetriebswerk Rottweil beheimatet. Zwischen 1928 und dem 21. Mai 1955 wurden die Personenzugleistungen überwiegend durch Tenderlokomotiven der Baureihe 75 T5 erbracht. Ab dem Fahrplanwechsel zum 22. Mai 1956 wurden VT95 Schienenbusse eingesetzt. Daneben kamen ab März 1959 Tenderlokomotiven der Baureihe 64 für Personenzug- und leichte Nahgüterzugleistungen zum Einsatz. Für schwerere Güterzüge wurden die Rottweiler Baureihe 50 mit Kabinentender eingesetzt. Die häufig auf der Heubergbahn eingesetzten Personenzugwagen waren für die damalige Zeit typische Wagen württembergischer Bauart. Die Wagen der Bauarten CIWÜ 05 und DIWÜ 08 wurden von Waggonfabriken in Esslingen, Rastatt, Fuchs in Heidelberg und Gastel in Mainz gefertigt. Sie hatten einen Radstand von 8 Metern, anfangs mit Gasbeleuchtung, Westinghouse-Bremse und umlegbare Bühnengeländer. Hier oben auf dem Weg von Großheim nach Wehingen endet unsere heutige Entdeckungstour auf der Heubergbahn. Also bis bald, eure Eisenbahnnostalgie.